Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute bin ich Teil einer Crew und zwar gibt es die Drogerie-Make-up-Woche, wo jeder von uns jeden Tag eine Marke vorstellt, die es in der Drogerie zu kaufen gibt. Ey. Und heute bin ich dran und schminke ein Fullface im Asam. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Ladies, die mit am Start sind, haben teilweise oder größtenteils auch schon ihre Videos hochgeladen. Da haben wir einmal Kati vom Kanal Contra Junkie, die Katja vom Kanal Mrs. Katie, die liebe Nina vom Kanal Ninas Kosmetik, Peggy vom Kanal Morbus Black, die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place und die liebe Steffi vom Kanal Steffi Loves Beauty. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch die ganzen Ladies mal aufgeführt und auch welche Marke sie schminken und an welchem Wochentag. Und ja, es ist total satisfying, finde ich persönlich, immer Asam-Produkte auf dem Tisch zu haben, weil die ja alle auch diese goldene, sehr einheitliche Verpackung haben. Das finde ich erstmal großartig und wir starten die ganze Geschichte mit einem Primer quasi, ist eigentlich auch eher eine Creme, ne? Also die Glow-Up-Cream habe ich hier. Und ich muss wirklich sagen, dass ich ein mega Fan bin von den M-Asam Make-up-Produkten. Da ist echt, also da schlägt mein Herz ganz, ganz stark. Natürlich kommt als nächstes hier von dem Asam das Magic Finish zum Einsatz. Das habe ich hier in der klassischen Farbvariante. Das sieht immer so nicht schön aus, ne? Das Make-up Mousse. Und da habe ich jetzt einen Pinsel, den habe ich gekauft. War bei Rossmann. Irgendwie im Angebot auch. Und okay, der scheint ja eigentlich dafür gemacht zu sein, ne? Habe ich jetzt hier. Normalerweise verteile ich mir das auch ganz gerne mit den Fingern. Okay, und jetzt mit dem Pinsel. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Von der Konsistenz her erinnert das natürlich absolut an Mousse au Chocolat. Das ist total witzig immer, ne? Nicht schlecht, Herr Specht, oder? Also ich mag das Make-up-Mousse mittlerweile echt gerne. Eine Zeit lang fand ich das nicht so berauschend, aber ich finde, mittlerweile weiß ich einfach, was ich als Base verwenden muss, damit das Ganze auch gut aussieht. Weil ich persönlich brauche mit meiner trockenen Haut einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Ja. Pflege verwende ich aber aktuell von Dalton. Da habe ich, glaube ich, sogar einen Code aktuell für 20% Rabatt. Schaut da gerne mal in der Infobox vorbei. Jetzt verwende ich aber einen Concealer, beziehungsweise ich habe hier zwei. Die möchte ich gerne gegeneinander antreten lassen. Das hier ist ein etwas neuerer in der Farbe Ivory, der Perfect Blend Concealer. Den gebe ich auf diese Seite. Das ist halt so ein klassischer Stick, ne? Wie so ein Wachsmalstift. Und den arbeite ich mir dann auch mit dem Pinsel ein und auch auf mein Augenlid, weil ich habe keine Lidschattenbase. Ich glaube, M-Asam hat auch keine Lidschattenbase. Verbindet sich auf jeden Fall richtig, richtig gut mit dem Magic Finish Mousse Make-up. Macht ein sehr natürliches Ergebnis, weil ich jetzt nicht irgendwie so eine krass unterschiedliche Geschichte von der Farbe her zu der Foundation habe. Mal gucken, ob das hier bei dem Liquid Concealer anders ist. Vor allem ist es interessant zu erfahren, ob man einen Liquid Concealer auch über das Magic Finish gut auftragen kann. Den blende ich mir aber mit einem Schwämmchen ein. Auch das ist von M-Asam. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Dann gebe ich mir jetzt noch ein bisschen was auf und verblende mir den mit dem Pinsel. Oh ja, dadurch ist die Deckkraft natürlich deutlich höher. Aber nur mit dem Pinsel verbindet sich das einfach gar nicht mit dem Magic Finish. Das heißt dann nämlich für die Kanten jetzt auf jeden Fall noch das Schwämmchen. Nee, da muss ich sagen, wenn man das Magic Finish verwendet, ist definitiv dieser Stick Concealer besser geeignet. Diesen Liquid Concealer kann man verwenden, wenn man auch eine Liquid Foundation hat. Ich glaube, dass Asam sowas auch anbietet. Aber jetzt hier mit dem Magic Finish verbindet sich das leider nicht ganz so schön. So, wir trinken uns einen Schluck Wasser. Denn jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz neuen Produkt, was ich bei Rossmann aber auch gekauft habe. Cream Contour Stick in der Farbe Light to Medium habe ich hier. Wow, der sieht sehr, sehr dunkel aus. Mal gucken. Kann ich ja erstmal so versuchen aufzutragen. Und dann auch wieder mit diesem wundervollen Pinsel einblenden, der echt klasse ist. Okay, die Farbe ist nicht zu dunkel. Da hatte ich erst ein bisschen Bedenken. Okay, okay, ich kann das direkt auf die Haut auftragen, das ist kein Problem. Schön. Der Haarreif ist übrigens auch von dem Asam, habe ich auch mal dort im Shop gekauft. Also ja, da werde ich auch öfters nachgefragt, weil der echt fancy ist. Der war eine Zeit verloren, aber ich habe ihn wiedergefunden. Ist okay, ist jetzt kein Schlüpperstürmer, wie die liebe Melli sagen würde, Melloflori. Aber verbindet sich halt richtig gut mit der Foundation, ne? Also mit dem Mousse Make-up. Das hoffe ich jetzt natürlich auch von dem nächsten neuen Produkt. Übrigens alles in der Infobox verlinkt. Da habe ich hier Lip Cheek Shimmer 3-in-1 Balm.
ein Herz, das ist schon mal schön, habe ich auch schon mal geswatcht. Bei dem Blush muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil der ist sehr, sehr, ja, der kommt direkt sehr viel raus. Ne? Das ist halt wie dieser Lippenbalsam, den es auch dort tatsächlich gibt. Und ja, das hätte ich mir jetzt normalerweise mit einem Pinsel aufgenommen, aber ich habe es jetzt am Finger und will kein Produkt verschwenden. Deswegen mit dem Finger auf die Wange. Und mit dem Pinsel einarbeiten. Also ich habe jetzt herausgefunden, das Schwämmchen brauche ich jetzt tatsächlich nicht so für die Liquid-Produkte verwenden, weil das harmoniert nicht so gut damit. Vielleicht nachher für die Pudersachen, ne? Das will ich gar nicht so abstreiten, aber jetzt gerade macht das nicht so viel Sinn. Lässt sich aber auch wieder richtig schön einblenden. Das harmoniert richtig, richtig gut mit dem Mousse-Make-up. Also da hat M.A.Sam aufgepasst, dass das auf jeden Fall miteinander funktioniert. Ist aber jetzt ausgeblendet. Super dezent. Mit dem Concealer kann man echt korrigieren. Das ist total super, wenn man halt so vielleicht zu tief gerutscht ist mit dem Blush oder so. Ne? Das mache ich jetzt auch mal ein bisschen. Mag ich gerne leiden vom Finish. Jetzt schauen wir mal, ob der Shimmer Balm auch irgendwie was kann. Also ich finde es definitiv besser als bei dem, gibt es ja auch von Nabla, ne? Dieses Cream Duo. Weil da das Highlighter-Produkt, was mit dabei ist, ist halt eher so ein Gloss. So, und hier haben wir halt einen ganz, ganz leichten Perlmutt-Schimmer mit dabei, was auch so Bewegung gibt, ne? Aber nach wie vor ist es auch sehr dezent. Wir hätten hier jetzt auch noch so einen Pinsel mit dabei, da könnte man sich dann auch das als Lippenprodukt auftragen. Da nehme ich aber lieber was anderes. Aus dem Adventskalender habe ich nämlich hier das Starshine Lip Oil in der Farbe Irish Cream und das möchte ich gerne auf meine Lippen auftragen. Denn ich gebe mir ja gerne so ein bisschen Lippenpflege auf, wenn ich meine cremigen Texturen gemacht habe. Das riecht unfassbar lecker, richtig süß. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so zu kaufen. Das ist echt schade, ne? Jo, als nächsten Schritt. Also man könnte das jetzt so, wenn man einfach das alltagsmäßig haben möchte, lassen. Da bräuchte man jetzt nicht irgendwie Tralafitti. Ich möchte aber noch weitere Puderprodukte verwenden und habe hier ordentlich auf die Kacke gehauen. Deswegen habe ich hier noch das Final Touch Setting Powder in der losen Variante. Das ist wirklich toll. Haben wir hier so ein Netz auch drin. Und das trage ich mir jetzt zuallererst mit dem Schwämmchen unter meinen Augen auf. Also im Prinzip dort, wo ich Concealer aufgetragen habe, mache ich das mit dem Schwämmchen, ne? Ein wirklich schönes, weichzeichnendes Puder, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Es gibt aber auch noch das Satin Compact Powder in der Farbe Ivory, habe ich das hier. Und ich glaube, das ist aus irgendeiner LE-Geschichte oder so. Also da sehen wir so orientalisches Muster mit drauf. Das ist ein gepresstes Puder, was ich mir jetzt komplett übers Gesicht geben möchte. Wow, das ist halt wirklich richtig mattierend, ne? Da muss man, das blurrt dir alles weg, Leute. Ein bisschen aufpassen. Aber auch das passt wieder super mit den Produkten, die ich schon aufgetragen habe, zusammen, sodass es nicht irgendwie cakey oder trocken oder sonst irgendwas aussieht. Das ist Harmonie. Wir haben ja auch eine leichte Färbung mit drin. Aber bei mir passt das ganz gut. Ne? Also ich mag das gerne leiden. Ja, und wenn ich jetzt halt, wie gesagt, nicht die Kameralichter und so weiter hätte, dann würde man halt auch wirklich Blush, Contour, Highlighter auch so sehen. Und dann müsste ich nicht noch irgendwie was drüber geben. Aber wie gesagt, ich hau raus. Da habe ich jetzt hier den Satin Bronzer in der Farbe Deep. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht unbedingt in die Mitte komme, weil ich mag diesen Schimmerkern nicht so gerne. Und dann wärme ich mein Gesicht hier einfach mal ein bisschen auf. Das muss man wirklich den M.A.Sam-Produkten lassen, dass die auch wirklich schnell funktionieren, sich einfach verblenden lassen. Hier habe ich jetzt den Satin Blush in der Farbe Peachy Rose. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Ton. Auch hier wieder alles sehr harmonisch, sehr miteinander verbunden. Und noch ein neues Produkt gibt es hier. Und zwar das Glow Powder Baked. Glaube ich jedenfalls, dass es neu ist. Was habe ich hier getan? Okay. In der Farbe Super Power. So schaut das aus. Das ist ein Highlighter, ne? Das würde ich jetzt nicht als All-Over nehmen. Denn dafür ist es einfach zu intensiv, ihr seht's, ne? Ein Pinselstrich, hallo? Das muss verblendet werden. Upsala! Ich finde den Highlighter schön, aber auch nicht überragend. Man muss ein bisschen aufpassen bei dem Auftrag, weil das doch sehr schnell sehr kabam sein kann. Dieses Produkt, auch da muss ich etwas aufpassen, weil ich habe die Farbe Light Brown und nicht Blond, ist auch wirklich toll. Es ist halt sehr viel schnell Produkt. Also man muss halt aufpassen, dass man nicht zu dick das aufträgt, ansonsten hat man so Blockaugenbrauen. Ich spreche von dem Eyebrow Designer, habe ich in der Farbe Light Brown. Der schaut so aus. Wir haben auf der einen Seite einen Spoolie, auf der anderen Seite einen herausdrehbaren Stift, der eine nicht ganz so feine Mine hat. Also da wirklich mit einer ganz, ganz leichten Hand arbeiten, ansonsten werden die Dinger einfach ein bisschen groß im Gesicht. Ich bin übrigens richtig, richtig froh, bei der Gruppe dabei sein zu dürfen, weil es sind so coole Mädels mit dabei. Das ist total großartig. Also mit Kathi habe ich ja auch Privatkontakt. Die liebe Peggy, Morbus Black, ist ja auch jemand,
die mich auch super supportet hatte, als der Kanal Hack war und so, ne? Das echt cool, genauso auch die Mrs. Katie. Steffi Loves Beauty ist jemand, mit der ich ja auch schon in einer anderen Trash-Paket-Geschichte mit drin bin und auch schon ein paar Projekte hatte. Das ist einfach eine kreative Maus, die einfach ständig neue Ideen hat, was man so zusammen machen könnte. Die liebe Ninas Kosmetik ist jemand, die ich damals selber geschaut habe, als ich noch gar kein YouTube selber gemacht habe und die ich einfach so angenehm finde. Also ein ganz sanfter Mensch, die einfach nur sympathisch ist. Und zu Chiquitas Place muss ich euch gar nicht so viel sagen. Das ist ja wirklich auch eine aus meiner Trashy-Gruppe. Ne? Das sind wir ja also mittlerweile alle so eng miteinander. Da würde ich echt fast schon sagen, dass man wirklich sich über die ganze Geschichte angefreundet hat. Wir teilen Freude und Leid miteinander und schreiben uns wirklich jeden Tag. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und deswegen bin ich froh, genau mit diesen Mädels hier halt dieses Video machen zu können. Oder vielmehr diese ganze Videowoche. Ne? Das ist ja wirklich, jeden Tag gibt es ja was zu sehen für euch, was ich total super finde. Bei dem nächsten Produkt bin ich mir ein bisschen unschlüssig, ob ich das mag. Also ich glaube, ich hätte mir das damals einfach nicht in der Farbe holen sollen, sondern eher in transparent. Das gibt es nämlich auch mittlerweile. Da habe ich hier das Brow Fixing Gel in der Farbe Light. Oder hatte ich das irgendwo mit dabei? Ich weiß es nämlich gar nicht. Denn das ist halt ein Augenbrauenfixierungsgel, was aber gefärbt ist und so Fasern drin hat. Also so ein bisschen wie das Gimme Brow Plus. Damit fixiere ich jetzt ganz, ganz vorsichtig meine Augenbrauen. Normalerweise, wenn man das halt solo verwendet, gehst du halt wirklich so durch, ne? Dass du dann auch die Fasern mit an die Augenbrauen bringst und die Härchen auch richtig schön einfärbst. Ich möchte es aber wirklich eigentlich nur jetzt gerade zur Fixierung nehmen und gar nicht so viel weitere Härchen mit einfärben, weil das hat ja eigentlich schon der Augenbrauenstift ganz gut gemacht. Ihr hättet euch wahrscheinlich gedacht, Claudi kommt jetzt nicht mit einer Lidschattenpalette um die Ecke, weil eigentlich bin ich ja kein Fan von denen im Asam Lidschattenpaletten. Aber die haben ja jetzt diese rausgebracht. Das ist die Glamorous Nudes Eyeshadow Palette. So, da haben wir 8 Töne drin, die habe ich auch schon geswatcht, die ich wirklich schön finde. Und damit kann man einen tollen Glam-Look schminken und das machen wir jetzt. Vorher einfach mal kurz die Swatches. Also die sind sehr zurückhaltend. Also die Binnenwischwasser. Das brauche ich noch. Ja. Vielleicht ist mir gerade mein Glas so ein bisschen umgekippt und ich hatte ein bisschen Angst um die Elektronik. Aber hey, wir machen weiter mit den Swatches, denn die sind tatsächlich so geblieben, wie sie vorher waren. Nude-Farben, aber sehr, sehr schön. Hier sind sie ein bisschen abgestempelt. Okay. Ich muss wirklich sagen, dass ich die Schimmertöne hier sehr, sehr gerne mag. Also vor allem diesen, diesen und diesen. Den dunklen, naja, aber die 3 helleren sind wirklich super cremig und haben sich sehr angenehm swatchen lassen. Ich glaube, ich bin echt noch nicht für diese normalen Gläser gemacht. Ich glaube, ich muss die gleichen verwenden wie Julius auch. Trinkleeren Becher. Boah. Mann. Die Farben haben keine Namen, deswegen starte ich hier einfach mal mit diesem Ivory-Ton und sette damit einfach mal ein das ist aber derbe pigmentiert. Cool. Mein Lid. Okay, ausgeblendet sieht man den auch nicht mehr so sehr, ne? Dann setze ich mir diesen Taubton hier oben einfach mal in meine Lidfalte, also auch ein bisschen hier außen und dann in die Lidfalte reinblenden. Die Töne sind relativ staubig, deswegen hatte ich die erst abgeklopft, aber jetzt versuche ich es ohne abklopfen, weil ansonsten kriege ich die Farbe, glaube ich, auch gar nicht auf mein Auge drauf. Sehr subtil das Ganze. Jetzt nehme ich mir diesen Ton hier, das ist ja so ein Beige-Ton oder auch mandelfarbener Ton. Den setze ich mir dann hier außen rein und setze mir den dann auch etwas unterhalb von dem Taubton. Mit einem Smudger kann man ein bisschen mehr Farbe greifen, da funktioniert das jetzt ein bisschen besser. Joa. Und dann verdunkle ich mir hier mit diesem ganz, ganz dunkelbraunen Ton mein äußeres Drittel. Das funktioniert tatsächlich recht simpel, die Töne aufzutragen und für den Alltagslook ist es auch wirklich gut geeignet. Dann nehme ich mir auch den Pinsel und auch diese dunkelste Farbe für den unteren Wimpernkranz. Und jetzt kommen wir zu den Schimmertönen. Da gebe ich mir diesen Kupferton hier einfach mit dem Finger außen auf. Wirklich sehr, sehr schön cremig. Fürs innere Drittel verwende ich diesen Champagner-Schimmerton. Und ich verbinde die beiden ja auch immer so gerne miteinander, indem ich dann den hellen Ton mit auf den dunkleren Schimmerton ziehe. Und in den Innenwinkel setze ich mir dann diesen Rosé-Schimmerton. Und da meine Finger zu groß für meinen Innenwinkel sind, nehme ich jetzt einfach mal einen Point Brush.
Gefällt mir. Ne? Ist subtil, aber einfach auch ein bisschen mal ja, zurückhaltend, aber gleichzeitig auch glamorous. Also ich mag diesen Look wirklich gerne leiden und würde sowas halt auch im Alltag gerne tragen. So, einen schwarzen Eyeliner in dem Sinne habe ich nicht. Ich habe hier diesen hier, der war glaube ich auch im Adventskalender drin. Der Eye Designer in der Farbe Bronze. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den einfach so als Eyeliner-Ersatz verwenden kann. Also ich möchte ihn auf jeden Fall oben als Wimpernkranzverdichtung nehmen. Also ich glaube, dass das hier eher so ein Solo-Produkt ist, was man dann halt ohne Lidschatten verwendet, weil so kommt er nicht so wirklich raus. Ne? Ja, ne? Hab den auch auf der Wasserlinie probiert, hat nicht ganz so gut funktioniert. Das war ein Reim. Ja, ich mache mir dann den Wimpernkranz ein bisschen dichter optisch mit dem dunklen Ton hier in der Palette. Jetzt habe ich hier ein Fixing Spray. Das ist das Make-up Fixing Spray, das einmal hier drin ist. Ohne Kugel, ohne irgendwie einen Schimmer oder sonst irgendwas. Das ist einfach zum Fixieren. Oh, feiner Sprühstoß. Dann biege ich mir jetzt einmal die Wimpern, bevor wir zur Mascara kommen. Da habe ich nämlich jetzt zwei. Das wird ein bisschen aufregend. Einmal habe ich die Build Up Fiber Mascara und für die andere Seite die Magic Finish Double Match Mascara und Base. Also die Mascara, die XXL Volume Mascara, die kennen wir ja schon. Die Build Up Fiber Lash Mascara Bürste auf dieser Seite ist auch so ein bisschen abgeknickt, ist erdnussförmig und so ein bisschen geswirlt ineinander. Und hier haben wir dann ein Faserbürstchen, was kegelförmig zusammengeht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Vierte Schicht. Positiv, wenn man vier Schichten aufträgt, also trotzdem keine verklebten Wimpern. Negativ, selbst in vier Schichten sind beide Mascaras echt irgendwie wenig. Ne? Ich finde auch, dass meine Wimpern aussehen wie gerupfte Hühner. Echt verrückt, ne? Weil auch nicht alle Wimpern gegriffen wurden und so. Also das, was die Mascaras alle beide gemacht haben, ist, dass sie, wenn ich sie halt nochmal aufgetragen habe, dass sie das, was quasi in den Längen drin war, abgenommen haben. Und das machen manche Mascaren, ne? Und das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Also bei beiden, die sind bei mir beide durchgefallen, leider. Naja, nehmen wir einen Lip Liner. Da habe ich den Lip Designer in der Farbe Rosewood hier. Die Lippenprodukte von Asam sind einfach mega cool, ne? Also hier genau die gleiche Mine im Prinzip wie bei dem Augenbrauenstift. Und super cremig und super anhaltend. Ich mag einfach gerne das. Sehr empfehlenswerte Produkte, da machst du halt mit. Ich glaube 9,99 € auch echt nicht viel verkehrt. Du hättest hier auch noch so einen Lippenpinsel mit dran, wenn man das so festmatschen möchte. Ja, ich gebe mir jetzt darüber einen Lippenstift. Und zwar ist das in der Farbe Berry Tint. Und die Lippenstifte von Asam sind halt auch wieder, ne? Ich mag gerne im Asam Lippenprodukte. Ja, der entspricht farblich halt ziemlich genau dem Lip Liner, wobei der ein Ticken dunkler ist. Und ja, jetzt so richtig schöne, bärige Lippe. Wenn ich das jetzt so matt lassen würde, dann wird es auch wirklich lange halten. Ich gebe mir da jetzt aber trotzdem noch was drüber. Und zwar den Ultimate Lip Gloss in der Farbe Frosty Sweets. Ich glaube, den habe ich auch aus dem Adventskalender. Oh, der riecht so gut. Und so schaut es dann aus. Es hat nämlich auch so einen leicht bläulichen Stich mit dabei. Und jetzt nehme ich mal den Haarreifen ab. Dann sehen wir jetzt auch den Look im Kompletten. Ich habe jetzt hier oben noch keinen Schmuck. Den muss ich mir dann nachher nochmal holen. Aber ich finde, dass der Look sehr schön geworden ist. Das Einzige, was mich halt wirklich, wirklich stört, sind die Wimpern. Aber da kann ich gleich mit einer anderen Mascara noch nachhelfen. Aber die Base gefällt mir wirklich gut. Auch wenn die, man sieht es hier immer so ganz gut bei mir. Die ist wirklich einen ganz kleinen Tick noch zu dunkel. Aber der Sommer ist da. Ne? Das wird sich schon noch anpassen. Mir gefällt, wie alles miteinander verschmolzen ist und wie das einfach gut aussieht. Mir gefällt auch dieses Pop of Color mit dieser Berry-Lippe, ne? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Look so findet. Ich fühle mich wohl damit. Im Asam steht halt einfach dafür, dass die alltagstaugliches Make-up auf den Markt gebracht haben und das haben die definitiv. Also ich finde, dass das sehr, sehr alltagstauglich ist. Man kann es aber auch als Day-to-Night-Look nehmen, dass man es noch vielleicht ein bisschen dunkler macht oder halt das auch eben genauso als Abendlook nimmt. Das Einzige, was ich mir von Im Asam wünschen würde, wäre eine vernünftige Mascara. Denn das geht alle beide nicht, ne? Ihr Lieben, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal bei den anderen Ladies vorbeischaut. Da bekommt ihr tatsächlich auch 6 weitere Videos. Also schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alle Kanäle verlinkt. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!